So, links 2. Ah, ihr seid noch viel zu schlapp. So, um die Rohre rum. Nicht so zögerlich sein. Seid ihr bereit für neue Abenteuer? Seid ihr bereit für U-Boot? Ah, komm. Das schafft ihr noch. Noch eine Runde. Jeder Sold ist ein Vermögen bei der U-Boot-Waffe. Hat euch das Dönitz nicht mitgeteilt? So, zack. Seid ihr bereit für Kaloin Rammsteine? Na. Ihr macht doch bestimmt noch eine extra Runde für den netten, lieben Kaloin, oder nicht? Na? Ja, das will ich aber auch gemeint haben. So, jetzt aber. Ab aufs Boot. Kaloi? Herr Kaloi? Ahoi, Seeleute, da sind wir wieder zurück. Wir sind ja noch bei der Minenlegemission. Und ist schon interessant gemacht. Beziehungsweise, es ist interessant, wenn man es noch nie gemacht hat. Sagen wir mal so, ja? Also, es ist nicht so, dass hier Neptun gleich steppt. Aber es ist mal für zwischendurch, finde ich solche Missionen mal ganz witzig irgendwie, ne? Also, gut. Ne? Vielleicht ist das für euch zum Zugucken, bob, blub, da ist das Zäpfchen am Meeresgrund. Ich hoffe nicht, dass es für euch zum Einschlafen ist, oder nicht? Aber es ist mal was anderes, das müsst ihr zugeben, ne? Ja, das Zäpfchen ist draußen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe Seeminen irgendwie anders in Erinnerung. Ne? Also wenn ich an Seeminen denke, dann denke ich immer an diese komischen, stacheligen Kugeln, die irgendwo festgeankert sind. Und so, was weiß ich, so 2-3 Meter unter der Wasseroberfläche sind. Ne? Also so die typischen alten Seeminen. Aber es gab natürlich auch andere. Ne? So, ich denke mal, das Zäpfchen liegt da und wenn da das richtige Schiff vorbeikommt, ist das irgendwie, ja, wird das magnetisch angezogen und ja, heftet sich dann an den Rumpf des Schiffes. Es ist so meine Vermutung. Und das klappt natürlich auch nur, wenn das Wasser nicht so tief ist, ne? Weil sonst funktioniert das Ganze auch wahrscheinlich nicht. Herr Kaloi? Ja, wir sind fast durch. Verlassen Sie das Gebiet. Ich hoffe, das gelingt uns. Weil da sind nämlich eine ganze Menge Schiffe unterwegs, die da so hin und her patrouillieren. Kapitän? Aber was soll ich sagen? Es war kein Problem. Wir wurden auch überhaupt nicht entdeckt. Ja. So unterm Strich, man muss das sagen, wie fast alle Missionen ist da nichts ja, Spektakuläres mit bei und ja, was soll's. Wir nehmen das mal so mit. Es ist ja nett umgesetzt und meine Hoffnung ist auch, dass sich die Entwickler auch die Missionen allgemein nochmal ein bisschen vornehmen und die noch ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen, ja, abwechslungsreicher, spannender zu gestalten und so. Und ich will jetzt gar nicht damit kommen, mit einem anderen Spiel, wo das spannender war. Nee, nein, ich erwähne das auch nicht mehr.
Nein, mache ich nicht. Ja, die Passage bzw. Meerenge von Gibraltar. Ihr wisst ja, ich habe mich lange dagegen gewehrt, dass wir mit unserem Boot mal ins Mittelmeer fahren. Weil es war mir einfach zu wenig los da, ne? Und ich wollte mich da im Mittelmeer eigentlich nicht langweilen. Aber da ich jetzt also wirklich lange das aufgeschoben habe, wir machen jetzt einfach die Mission. Wir fahren ins Mittelmeer und schauen mal. Ich bin so müde, ich glaube, ich spinne. Es gibt hier keinen müde. Sonst lasse ich euch noch mal um die Rohre rumtanzen. Ja, da ist eine Menge los. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. 30. Herr Kaloy? Horst genderfrei. Ja, der Name ist mir vorgeschlagen worden. Es ist so herrlich, die Diskussion hier in Deutschland. Also, man könnte glauben, wir haben überhaupt keine Inflation und andere Sorgen, ne? Indianer am Gartenzaun darf man bald auch nicht mehr sagen, ne? Ich bin mal gespannt, wann das Wort Führerschein auch umbenannt wird. Ja? Das könnte ja auch anrüchig sein, oder nicht? Oh, wir sind entdeckt worden. Wenn ihr irgendwas pfeifen hört, so nebenbei, ne? Das ist nicht unser U-Boot oder irgendwas. Das ist meine E-Zigarette. Ja, wir mussten ein bisschen auf Tiefe gehen. Aber immerhin wurden wir noch nicht angepeilt. Noch nicht. Herr Kaloy. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. 40. Ja, sie speisen ab. Aber gefunden haben sie uns nicht. Wasserbomben. Wasserbomben. Ah, sie kommen näher. Schneller. Sunny. Kaloin Rami spendiert mal eine Kaffeerunde. Und dann wird das wieder. Kaffee ist immer gut. Kapitän? Wasserbomben. Wasserbomben.
doch gar nichts los. Ein paar kleine Schäden, ich bitte euch. Oh, wie er da durchgeschliffen wird. Arschbacken zusammen, Eier einklemmen. Den Glauben an den Führer im Bett. Ah, der Klassiker. Er ist so gut. Der Glauben an den Führer, ja. Oh Mann. Diese Scheiße hängt uns immer noch nach. Bis heute. Schönes Panorama, ne? Was gibt's Schöneres als so ein schönes Panorama mit Wasserbomben? 70. Herr Kaloy? Ja, aber so langsam verlieren sie unsere Spur. Oh, reichlich Schiffe unterwegs, ne? Richtig heftig. Ja, aber der Schaden hielt sich in Grenzen, also... Das Boot ist in Ordnung. Das muss das Boot aushalten, ne? So war das doch. Auf Seerohrtiefe. Herr Kaloy? Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Was ist das denn für eine Piepshow? Ja. Das sieht so geil aus. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Das entschädigt so für die, ja, mehr oder weniger langweiligen Missionen manchmal, ne? Das, obwohl ich das Wort langweilig eigentlich ungerne so sage. Aber wie gesagt, wir geben die Hoffnung nicht auf. Dass da noch ein bisschen gefeilt wird. Wir wollen zufrieden sein, dass U-Boot so gut läuft wie bisher. Ah, schöne Sturmfahrt. Ne, dass sie das Wetter so richtig schön eingeführt haben. Realistisch und so. Das finde ich schon super. Ja, wir sind... auf dem Weg nach La Spezia. Herr Kaloy? Italien. Das ist unser Ziel. Und wir sind gut durch die Passage gekommen, ne? Das war schon klar. Kapitän? Man hat auch gemerkt, ne? Weil der Schwierigkeitsgrad soll ja eigentlich auch hoch sein. Aber ich fand ihn jetzt nicht besonders hoch, muss ich ehrlich sagen, ne? Ne, da waren ein, zwei Schiffe, die haben einen angepeilt, obwohl die mit Sicherheit auch nicht besser waren als die anderen, ne? Wo man so... Damit man überhaupt mal entdeckt wird, ne? Aber was soll's, wir haben es doch gut überstanden. Schauen wir uns doch mal an, wie schön La Spezia geworden ist. Jawohl. War ganz nett. Fähigkeit, Ruhe im Boot. Mhm. Militärvorrat, Luftaufklärung. Das lösen wir doch mal gleich ein. Ja, die Forschung.
Ja, ein paar wichtige Sachen fehlen uns noch. Aber nicht mehr allzu viel. Und ich würde sagen, da wir jetzt hier im Mittelmeer sind, sollten wir hier auch die Luftaufklärung mal mitnehmen, würde ich sagen. Genau, und die andere auch. Wir haben ja genügend Offiziere zur Auswahl. Genau, unser Chauffeur hat uns vom Puff, vom Casino wieder zum U-Boot gebracht. Vom Urlaub frisch gestärkt. Boot aufgerüstet, ausgerüstet. Ihr wisst ja, das zeige ich ja schon lange nicht mehr. Das ist dann. Das will ich euch nicht antun. Ne? Ihr wisst ja, wie man das Boot auflädt, frische Vorräte, Torpedos und pipapo. Das habt ihr bestimmt schon bei anderen Let's Plays genügend gesehen. Und darum lassen wir das auch. So. Schlacht im Mittelmeer. Ebenfalls ein Dreiteiler. Ja, das ist denn genauso wie die anderen Schauplätze, wo wir denn immer wieder die Bruttoregister hier ist es jetzt 10.000. Ja. Die normalen Versenkungsgruben, sagen wir mal so. Na? Bei der Gelegenheit werden wir uns auch nochmal Malta anschauen. So müde. So müde? Gib dir gleich einen dritten Arsch, du. Zeit für eine Pause. Wenn der Kaloin das sagt. Aber stimmt, es ist wirklich Zeit für eine Pause. Das Video ist nämlich für heute beendet. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.